Ende Juni fand der Landesparteitag der Linken Sachsen-Anhalt in Bendorf statt. Die Delegierten hatten sich dort etwas einfallen lassen, um die Bendorfer Kita Pusteblume zu unterstützen. Um das gesammelte Geld zu übergeben, machte sich eine kleine Delegation am 3. Juli auf dem Weg in das Haus. Sie wurden von der Einrichtungsleiterin Gisela Schulz begrüßt. Im Einzelnen konnte sie den Kindern den Bürgermeister von Bendorf, Herrn Zanirato, den Geschäftsführer der BWB, Herrn Blume, den Kreisvorsitzenden der Linken, Herrn Neuweger, die Kreistagsabgeordnete, Frau Paul, und die Landrätin, Frau Dr. Klein, die an diesem Tag aber als Parteimitglied der Linken vor Ort war, vorstellen. Wir haben vor einer reichlichen Woche hier in Bendorf eine wichtige Tagung gehabt, haben also den ganzen Tag gesessen, gearbeitet, diskutiert, keine Lieder gesungen, muss ich sagen. Früher haben wir manchmal Lieder gesungen. Und wir haben aber Geld gesammelt. Und Geld für euren Kindergarten. Damit ihr hier euch noch ein neues Spielgerät kaufen könnt oder ein neues Musikinstrument oder Bastelmaterial, also was ihr wollt, es sind 600 Euro geworden. Das ist sicherlich für euch keine Summe. 600 Euro ist aber eine ganze Menge Geld. Und ich hoffe, Frau Schulz und Ihre Mitstreiterinnen, Sie können das Geld verwenden. Auf jeden Fall, ja. Zum Abschluss der Übergabe sangen Kinder und Gäste gemeinsam das Steigerlied. Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Hand und er hat